Hey, was geht? Robin von den Querlenkern hier. Es ist mal wieder ein neuer Tag und ich schraube meinen E46. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen tiefer gelegt, um den Schwerpunkt einfach weiter nach unten zu verlagern, weniger Kippmoment. Und durch das Tieferlegen, kennen wir alle, sind die originalen Camberarms zu lang und dadurch wandert das Rad unten nach außen. Wir bekommen Sturz auf der Hinterachse. Das wollen wir nicht. Wie man hier auch schon schön sieht, ist das zu viel Sturz. Ich hätte gern exakt 0 Grad auf der Hinterachse. Darum wird jetzt das hier montiert. Da habe ich mehr Einstellmöglichkeiten. Dadurch kann ich das Rad unten weiter reinziehen und ja, kann mir meinen Sturz einstellen. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Diese Streben werden jetzt ausgetauscht. Schaut, dass ihr das wirklich schön einsaftelt, auch da innen. Diese Schrauben reißen gern ab und dann habt ihr ein richtiges Problem. Noch dazu muss man das Differential ausbauen und es reicht, es ein bisschen nach oben zu heben, da man diese Schrauben auf der drüben Seite nicht rausbekommt, die hinteren Schrauben vom Querlenker. Differential schraubt man hier an dem Lager und hier an den zwei Lagern ab. Um die zwei rauszunehmen, kann man einfach so mit dem Gabelringschlüssel drauf und drehen. Dann tut man sich aber im Nachhinein auch schwerer, um die Torx-Schrauben von der Kardanwelle abzuziehen. Also nehme ich diese Stütze mit runter und komme dann besser hier dazu, komme besser hier dazu, dann kommt auch das Diff schon raus. Die Kardanwelle sitzt so hart drauf, dass ich jetzt erstmal versuche mit dem Spiel, dass ich die Lager gelöst habe, dass ich jetzt die Schrauben hier von den Camberarms rausdrehen kann und da hoffentlich genug Platz habe. Let's try it. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ja, geschafft. So, jetzt sind wir gespannt, ob die aufgehen. Ja, das war wohl nichts. Ja, okay, sie dreht sich schon mal. Bingo! Kennt ihr den Moment, wenn man nur noch 1% Akku hat? Genau das war hier. Deswegen konnte ich nicht alles filmen. Ja, ihr seht selber. Der Einbau ging jetzt schön leicht. Schaut, dass ihr erst festzieht die Lager im eingefederten Zustand, damit die nicht reißen. Ebenfalls habe ich jetzt die Gewindegänge hier etwas geschmiert mit Kupferpaste, sodass sich das dann auch wirklich leicht drehen lässt. Passt, jetzt bin ich fertig. Spur ist auch vermessen. Ich habe jetzt meinen Boden ausgerichtet, mit je nachdem wie viel Karton ich drunter lege, dass der Boden exakt gerade ist. Dann die Wasserwaage an die Felge angehalten, also daneben gehalten und gemessen, dass oben und unten exakt dieselbe Zahl ist. Wenn ihr sehen wollt, wie man richtig ackert. Ja, und das ist der Moment, als sich die Kamera ausgeschaltet hat.
Wenn ihr sehen wollt, wie man richtig Spur einstellt, hier ein Link für die Videobeschreibung. Bezüglich den Fahrgängerschaften, die sich geändert hat, aufgrund der mehr Tiefe und des weniger Sturz, bin ich echt zufrieden. Gerade bei Momenten vom Pendeln ist das Auto viel besser kontrollierbar. Auch im Drift besser kontrollierbar. Ich muss sagen, die 50 Euro haben sich gelohnt. Und ja, ich bin echt zufrieden. Und für den Rest, bleibt am Start.